Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, wir haben einen Replay vom Zocker. Der ist mit seinem OF-40 unterwegs. Ja, hat schon mal einen Kill gemacht. Wenn auch sehr komisch getroffen eigentlich. Aber gut, Dartpfeile, die sind immer komisch, ne? Ja, der Panzer ist ein bisschen wie der Leopard. Also zumindest der Turm, ne? Na gut, auch hier komplett eigentlich. Wie der Leopard so ein bisschen. Der 2K. Nur, dass er kein dickes Geschütz oben drauf hat. Ja, für das amerikanische Ding hier. Ja. Hat er auch? Nee, hat er nicht. Ich dachte, der hätte auch an der Seite hier diese komischen Schrotttanks, die der Leo 2K hat. Ne? So, erstmal ein Ostwind, auch gut, der da nicht zu suchen hat. Munition explodiert. Ja, das ist üblich, ne? Caro Amato Otto Melara. OF-40, ja. Einen komplizierteren Namen hätte man sich auch wieder nicht ausdenken können, ne? Aber typisch Italiano. MTCA. Naja. So, den Fahrer hat er schon mal gekillt, da hinten beim T-55. Oder T-62. Der hat auch diese komischen Panzerringe oder was das da ist, das ist um dem Turm, was der T-55 Premium-Panzer auch hat. Na gut. T-62 ist dann halt die chinesische Variante. Und ja, erstmal im Heli, ne? Finde ich schön, dass wir so einen leisen Sound haben. Also der Motor, der hat keinen Bock irgendwie. Finde ich auch gut, dass man in der Ansicht nicht sieht, sondern, ne, wir halt im Pilotenraum sind. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie verbuggt. Ich spule einfach mal vor, vielleicht, ja. Ja, guck, Wanne durchbrochen, sogar einen Kill gemacht. Noch ein, ja, M60 ebenfalls und jetzt stürzt das Ding ab. Ja. Lief doch nicht schlecht, ne? Das hat sich wieder umgestellt. Ne, hat's nicht. Wie komme ich denn darauf? Egal. Wie viele Kills haben wir jetzt? 5. 5 weitere Kills werden wir denn noch sehen. Ja, Gebiet und Abschusshilfe sind auch schon da. Also werden wir nur noch die 5 Kills sehen. Welches Geschütz hat der Dings eigentlich, der OF? Sieht ja... Na... Huch, noch ein Kill. Munition explodiert. Sehr gut. Es ist jedenfalls kein deutsches Geschütz. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes. Also zum Beispiel wie das L7A3 oder so. Warte mal, steht das hier irgendwo? Er verschießt deutsche Granaten, also doch. Aber das ist doch nicht die Glattrohr von Deutschland, diese, die der Leo 2 hat. Na, die 12er. Das sieht... Ja, doch. Das wird die 12er sein. So, egal. Wir haben noch einen Kill gesehen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was das jetzt war. Das war auf jeden Fall auch wieder ein russischer, aber was das für ein Typ war... da. T55, das war der AM jetzt, der Premium. Ja gut. Ja, der regt sich logischerweise wieder drüber auf, ne? Man kennt es. Es ist aber auch scheiße da oben im Punkt. Du kannst die halt alle besnipen, ne? Ja, ich spule wieder ein bisschen vor. Finde ich gut, dass man wieder nichts sieht. Ist doch lächerlich. Das backt übelst hin und her, so schnell... Switch das. Ja, okay, jetzt ist er eh raus. Dann noch weiter mit dem Panzer. Und die haben es immer noch nicht gefixt gekriegt, diese Ballons, die hier überall waren. Diese Ballone, diese aerostatische Ballons. Ja, die sind immer noch nicht da. Und wenn man gegenfliegt, dann
sind sie weg. Also, beziehungsweise platzt man, explodiert das Flugzeug. Ne? Ja. So, zwei Kills sehen wir dann noch. Ja, Artilleria. So, der ist auch raus. War auch wieder ein T-62, oder? Oder nicht? Ach. Ja, T-62. Sehr gut. Und noch einen M und... Quatsch. M-60, ne? Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich vertue mich davor. Ja. M-60A1. Genau, das ist auch neu, das sieht man, hat man gerade oben gesehen, Verfolgungs-, also beziehungsweise gesteuerte Raketen, die haben jetzt so einen extra Marker bekommen. So, dass man die schon von Weitem sieht. Und ja, das ist ganz nett. Tja, jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Egal, so, das war die Runde, schön, ne? Aber den OF, da würde ich jetzt tatsächlich selber nochmal eben gucken. Den habe ich auch. War doch der, ne? Ja. Ne, das ist ein eigenes Geschütz, aber verschießt deutsche Granaten. Also wahrscheinlich ungefähr selber Typ. Konzipiert dafür. Lol, ich kann Granaten kaufen. Machen wir mal. Ach so, geht nicht. Auch gut. Ja, ja, ist halt wie das L7A3 Geschütz. So müsste es heißen. Beim Leopard 1 und so. Ne? Ja, L7A3, 10,5. Allerdings ja doch die A1A1 Variante. Ja. Ungefähr dieselbe Durchschlagskraft. Also das sollen die Granaten sein, ne? DM23. So. Was heißt ungefähr? Es ist die gleiche Durchschlagskraft. Naja, egal. So. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ein paar habe ich noch. Und die nehme ich mir als nächstes jetzt vor. Lasst ein Däumchen da, schickt weitere Replays und bis bald.